Moin moin die Leute, seid gegrüßt zu einer neuen Runde LS22, Nordfriesisch am Arsch. Ja, da sind wir wieder. Ein paar Ballen sammeln würde ich mal auch gleich auf dem Nachbarfeld. Wir haben uns gerade in der letzten Folge ein bisschen Stroh verkauft und hier nebenan wird ja wahrscheinlich schon wieder Stroh gepresst. Dann denke ich, hoffe ich, dass wir heute mit der Gerste-Ernte so gut wie abschließen können. Dafür werden wir uns gleich mal die beiden Mähdrescher angucken. Und ansonsten... Genau, wollen wir nämlich weitere Abfahrer rausnehmen. Und schauen, ob wir noch irgendwo irgendwelche Brauerei Weizenmalz für 2 Tage Düngerherstellung Gülle. Ich stelle jetzt einfach mal hier den Ballensammler ein und dann sammelt er hier Ballen. Der Fendrescher ist gleich fertig, sehen wir. Ne? Hat nur noch eine Bahn vor sich. Mulch hier. Ich wollte auch noch kalken. Ne? Ja. Deswegen habe ich auch noch mit dem Mulch noch nicht angefangen. Fällt mir gerade wieder ein, weil ich kalken wollte. So viel auf einmal mal wieder, könnte man meinen. Noch. Ist fertig, ne? Da brauchst du auch nicht mehr fahren. Das ist eigentlich schon erledigt. Die letzten 94 Liter. Mit Glück, wenn er nicht... Er fährt eh gleich weg bestimmt, ne? Sobald wir ankommen, fährt er weg. Aber dass so wenig ist, haben wir es geschafft abzubauen. Ja, auch den können wir jetzt rausnehmen, weil der John Deere schafft das da oben alleine, bevor wir mit den anderen Dreschern da wären. Ist es einfach Quatsch. So, wir sammeln die erstmal wieder am Hof. Und dann wahrscheinlich als nächstes für die Weizenernte oder eben Rapsernte. Aber so ganz nebenbei haben wir 200.000 verdient, ohne jetzt groß Produkte verkaufen zu müssen. Klar, ein bisschen Ei, ein bisschen Stroh. Jetzt können wir eigentlich erstmal auf einen Parkplatz, obwohl da steht der andere Drescher noch im Weg, ne? Egal, wir schicken den einfach Richtung Hof und den LKW Parkplatz P1 oder so. Sehen wir ja gleich. So, den auf Abfahren geschickt. Obwohl, der ist jetzt gleich voll der LKW, ne? Der fährt zum Hofsilo. Und da würde ich den abfangen, weil mit dem könnten wir noch eine Ladung Flüssigkeit verteilen. Ne? Raffinerie, Rohöl und Düngerherstellung Gülle, damit wir diese Bedürfnisse oben wieder rauskriegen und mehr Puffer noch haben. Einfach. Weil der hier, der kann gleich los. Wenn er selber nicht los will, dann machen wir das gleich, ist auch kein Problem. Und dann holen wir sonst den Trecker, den wir gerade losgeschickt haben. Wie viel Platz hat der noch? Ist jetzt verwirrt, ne? Den holen wir danach zu 49 einfach. Aber der kann dann doch nochmal Malzgetreide ableeren. So, und dann fährt er danach zu 49. So machen wir das. Den, stopp, machen wir zur Seite, weil, wie gesagt, kommt gleich der nächste. Für die Strom verkaufen könnte man das auch eine Verkaufsstelle eintragen, so wie Methan. Dann sieht man die Bestandsprüfung gut, wie viel Strom in Summe wert ist. Nee. Strom kann man ja auch nicht in dem Sinne transportieren. Aber natürlich klar, da kommt was zusammen. Ne? Ich wollte jetzt mal kurz gucken, Heizkraftwerk, ob wir da nicht auf Strom verkaufen können. Fuhr gerade der nächste Mähdrescher an uns vorbei. Genau, haben wir nämlich noch nicht. Haben wir direkt verkaufen. 300.000 Strom verkaufen wir um 1 Uhr. Der Fendt hat nicht ganz die Kurve gekriegt. Ja, bei Akkupalette wollte ich ja gerne das Prinzip haben, wie wir das mit den Eierpaletten zum Beispiel haben, dass man sie aufladen und entladen kann. Das geht aber leider mit Revamp noch nicht. Das ist ein bisschen Unterschied mit diesen Tierpaletten. Ihr kennt ja als Beispiel die Eipalette oder die Wollepalette. Wenn ihr die in den Tiertrigger stellt, da wo die Paletten spawnen, dann werden sie wieder aufgefüllt. Das geht mit den normalen Produktionspaletten nicht. Also wenn wir jetzt hier eine Eierpalette haben, eine angefangene, wir nehmen sie raus
und tun sie den wieder rein und wird sie wieder weiter aufgefüllt. Das geht mit diesen normalen Produktionspaletten nicht. Die sind anders definiert. Deswegen kann man halt die Akkupalette auch nicht sinnvoll umsetzen aktuell. Zumindest ist das mein letzter Stand. Jo, gut. Zum Hof umrüsten auf Flüssigkeit und dann gehen. Wir arbeiten jetzt schon so ein bisschen an den Bedürfnissen, weil wir wollen auf jeden Fall ja in dieser oder nächsten Folge die Zeitwerkspulen, ne? Ein bisschen radikal spulen diesmal. Denn nur noch ein, zwei Palettenverkaufstouren fahren und zack, sind wir hoffentlich im Juli und können Raps auf Schwatt legen. Ich hab Bock, möchte ich gerne mal machen. Möchte ich gerne testen, ob es soweit funktioniert. Aber für 49 willst du befüllen. Ist eigentlich richtig. Nur nee, ist ja nicht ganz richtig, weil er soll ja nachher eigentlich nicht wieder zurückfahren. Ne? So, so bleibt er am Hof stehen. Passt. Das Schöne ist, wir haben Gerste vom Regen geerntet. Ne? Also wenn jetzt noch was schief geht, würde ich die letzten Minuten wahrscheinlich durchziehen mit der Ernte. Den Verlust würde man in Kauf nehmen, um die Gerste-Ernte abzuschließen. Muss ein Gras oder irgendeine Verkaufsgeschichte gewesen sein, die uns nicht richtig weiterhilft. Über den ganzen brauche ich nicht. Hätten wir aber kommen wir jetzt nicht zu. Wir werden dann demnächst wieder ein bisschen langsamer spielen, wahrscheinlich am Sonntag oder so, ne? Heute kommen wir da nicht zu, jetzt zu viele Sachen zu machen, weil sonst verzettel ich mich und dann komme ich zeitlich nicht hin, das nützt ja nichts. Kostet uns das Feld eigentlich 900.000 oder so, ne? Denn wir wollten ja 55 noch kaufen. 950.000 kostet uns das. Ich glaube auch nicht, dass ich alles auf Rapschwatt lege. Wenn wir überlegen 54, wo sich das krass lohnen würde, denke ich, ne? 17, 16 und die 55 ist ja unser Raps für die Raffinerie als Booster für die Rohöl, also ne, für unser Diesel und auch natürlich als Produktion für Diesel. Den Stroh, das werden wir auch noch verkaufen. Weg damit. Und danach. Oh, Paletten, ne? Wie gesagt, gibt noch kein hundertprozentiges Datum, aber wahrscheinlich so in 2-3 Wochen. Dann habe ich einiges Neues fertig und es wird sich lohnen. Kompost kannst du aktuell hier nicht so nutzen. Es gibt, glaube ich, so einen Mod, mit dem man das machen kann, aber ich habe es jetzt nicht extra eingerichtet auf der Karte. So. Genau, die beiden haben Pause. Danach Weizen nebenan. Das wird alles dann erntereif. Da werden wir wahrscheinlich irgendwann mal ein Förderband aufstellen, um ein paar Anhänger voll zu machen und, oder ein bisschen Radlader schaufeln. Wir haben auch sehr, sehr viel Milch, ne? Was ist denn passiert? Aber schnell Richtung Feld 49, sonst kommst du zu spät. Das ist ein bisschen ungeschickt. Ansonsten lohnt sich es natürlich gerne auch ab und an bei YouTube mal die Folgen anschauen und gerne einen Kommentar da lassen. Wie gesagt, würde mich freuen, wenn ich mehr von euch auch generell regelmäßig öfters mal, wenn es euch zeitlich passt, ne, einfach im Kommentarbereich auf YouTube auch lesen würde. Wäre eine super Hilfe, wenn da wieder ein bisschen Aktivität in die Kommentare reinkommt. Das wäre toll, die Leute. Gerne auch miteinander, untereinander. So, ne? So, der muss auch dringend mal repariert. Ja, dann tanken nicht ganz so wichtig, aber reparieren unbedingt gut mal, ne? Okay, ansonsten ist auch nichts an Schüttgütern. Hackschnitzel eben, aber das machen wir gerade schon. Saatgut wollte ich dann auch eigentlich nicht mehr produzieren.
Also Dinkel ist dann eher dafür gedacht, dass wir das den Hühnern noch füttern. Weil dieses Jahr haben wir ja nicht so viele andere Früchte im Bestand, die wir nicht brauchen. Und eigentlich brauchen wir irgendwie... Ach, warte, ich verkaufe es erst nochmal beim Dünger, bevor wir den umrüsten. Das wollte ich eh noch machen. Mal schnell gucken. Gute Preis für Dünger. Depot. Ich weiß, einige warten mal vor euch der Bohrinsel, aber es lohnt sich zu warten, Leute. Habt Geduld. Genau, also man sagt in Norddeutschland teilweise Raps auf Schwatt legen. Das habe ich schon mal erklärt vor ein paar Monaten mal, wo ich gesagt habe, das würde ich toll finden, wenn es das als Mod gibt. Und mittlerweile es gibt es als Mod. Das ist ein bisschen Zusatzarbeit. Warum macht man das? Also ich kenne es an der Ostsee, habe ich es hier tatsächlich auch noch nicht gesehen. Aber Nordfriesland, früher war das immer Standard. Und auch heute wird es noch gemacht. Nicht jeder Landwirt macht es mehr, aber einige machen das. Warum wird es gemacht? Weil Raps... Raps braucht natürlich eine gewisse Zeit zum Wachsen. Raps ist sowieso eine recht langsam wachsende Pflanze, kann sich ja sogar... Raps kann Geburtstag feiern. Ne? Also Raps kann tatsächlich ein Jahr alt werden, bevor es erntereif ist. Das ist mal das eine. Und in Norddeutschland ist natürlich so, gerade denn vielleicht in Nordfriesland, wie auch immer, ist ja nie so warm hier bei uns im Norden und dementsprechend trocknet das vielleicht nicht so gut ab. Wenn man Raps auf Schwatt legt, dann trocknet die Pflanze gleichmäßiger und besser ab. Das heißt, ne, für die Ernte später, man hat weniger grünliche Körner drin, sondern mehr schwarze, das was man ja haben will. Also die Frucht selbst, weil sie hier abgeschnitten ist, wird nicht mehr mit Flüssigkeit versorgt, Feuchtigkeit. Und die Rapsschoten, Rapshülsen trocknen gleichmäßiger besser. Dann haben wir noch einen großen Vorteil in Nordfriesland. Wir haben einen stetigen, fast immer Wind von der Küste. Ne? Ich sage mal Nordfriesland, da, das kennen viele vielleicht nicht, weil sie noch nicht da waren, da ist immer Wind. Eigentlich, es gibt ganz, ganz wenig Tage, wo kein Wind da ist. Und es gibt natürlich mehr Tage, wo relativ starker Wind da ist. Und Raps ist ja sehr, sehr miteinander verflochten, die Pflanzen. Wenn jetzt relativ starker Wind weht und das schon gut abgetrocknet ist und nicht auf Schwatt liegt, dann bewegt sich praktisch das ganze Feld hin und her und raspelt und raspelt und raspelt. Und stetig, ne, öffnen sich neue Hülsen und die gute Raps, die Rapskorn verschwindet im Boden, weil sie aus der Hülse rausspringt durch die Bewegung. Weil es ist halt immer Bewegung da. Wenn ich das Ganze in Schwatt gelegt habe, dann liegt es ja glatt auf dem Boden im Rein. Und kann somit nicht so doll durchgeschüttelt werden, wie halt, als wenn es noch, ne, stehen würde. Das sind meiner Meinung nach die größten Vorteile, die es gibt. Einmal gleichmäßige Abtrocknung und zweitens Windschutz in Norddeutschland. Guten Abend, moin moin. Vorspannvideo mit den Glasdreschern gemacht worden ist. Nervenfisch. Das hier wohnt in der Region, ne? Das sind meine Drohnenvideos. Aber das ist ja hier, das ist ja nicht das Vorspannvideo. Das war jetzt ja im Abspann, ne? Das ist ja hier Schlei, da wirst du eher Heringe fangen. Das ist ja für Heringe bekannt. Oh, jetzt wollte ich schön deine Aufführung lauschen und dann muss Werbung reinballern. Läuft komplett Black Forest. Ah, hau mal ein Propsheim hier rein. Hier Prop, ne? Wie ist das denn? Prime Sub rein da. Da hast du kein Amazon Prime. Moin moin, danke fürs Reinschalten. Ja, aber vielleicht gibt es noch mehr Vorteile. Die könnte man wahrscheinlich bei Silber Susum erfragen. Ich sag mal, als waschechter Nordfriese, der in der fast nördlichsten Ecke Nordfrieslands wohnt, nordwestlichsten, direkt an der Küste. Wie gesagt, bei uns war es früher auch rundherum. Ich bin ja auch auf dem Deich aufgewachsen in Nordfriesland. Und von daher rundherum die Felder, die wurden immer auf Schwatt gelegt. Aber nur bei Raps. Nicht bei Gerste, nicht bei Weizen. Deswegen werde ich das hier in meinem Spielstand logischerweise auch nur bei Raps machen. Das ist auch mal gut. Schade, Black Forest.
So, 626.000, wir haben noch ein bisschen Zeit, der fährt jetzt wieder zurück zum Hof und dann rüsten wir jetzt eben um auf Flüssigkeiten, Rohöleimer verteilen, Öle verteilen. Oh, oh, Bescheid, danke dir. Wir verschenken von einem Sack. Genau, also in der Schlei wirst du eher Heringe fangen. Also Heringe ist hier super, ne? Also die Leute, die stehen fast das ganze Jahr am Hafen und fischen da einen Hering nach dem nächsten raus. Also wer Heringe fangen möchte, der ist hier auf jeden Fall, ne? Wird hier erfolgreich sein. Es gibt aber auch ein paar Drohnenvideos bei mir, klar, wo, ne, wo die Ostsee im Hintergrund ist. Und da kannst du mit Sicherheit Dorsch oder Forelle oder irgendwas auch immer fangen. Aber es gibt auch mittlerweile irgendwie eingeschränkte Gebiete. Ich kenne mich da aber nicht aus. Aber ich weiß, einige Kollegen von mir, die schwärmen davon und wissen, es gibt einige richtig gute Stellen, wo sie irgendwie nach dem Motto ständig Fisch fangen. Aber ich habe keine Ahnung. Ich könnte es nicht ausnehmen, ich könnte es nicht verarbeiten, ich würde es höchstens essen. Aber ich kann es nicht fangen und ich habe auch nicht die Geduld, mich dahin zu stellen und die Angel ins Wasser zu halten und dann abzuwarten, bis mal ein Fisch anbeißt. Das ist nicht meins. Dafür bin ich nicht geduldig genug. Chroma Film. Ach, Chroma hat Black Forest ein Sub. Chroma, danke dir. Vielen herzlichen Dank. Guck mal. Black Forest. Nächstes Mal keine Werbung, ne? Vielen, vielen Dank für den Support natürlich an euch. Vielen, vielen Dank. So. Ja, wollten wir tauschen, ne? So, und reparieren eigentlich. Keine Zeit. Keine Zeit für Wartung. Doch nicht end. Ernsthaft, das ist so wenig. Ist. Ich hier einfach eine. Kann das nicht ablernen noch? Ach nee, das. Ach jetzt, ne? Das ist wieder weg. Muss entladen werden. Oh, man müsste eigentlich einer kommen. Bohren Sie Ihr Glas. Ablernen. Auf Raffinerie. Ach, der Strohsammler. Den einen Bein. Na okay, ja doch, kriegt er noch. Und die Beinpresse ist so gut wie fertig. Hervorragend. Ein Feld fehlt noch, dann hätten wir auch den ganzen Stroh. Das geht direkt hier in den Verkauf. Ne? Also ist klar, wir sind direkt nebenan von der Verkaufsstation. Also nochmal wieder knappe 30.000 oder so. Und schon. Kann man mal mitnehmen. Warum braucht die Saatgutproduktion Saatgut in 40 Stunden? Ja, das ist ein bisschen verwirrend angezeigt. Das ist eigentlich Saatgut Linie 2. Saatgut Linie 2, Mixgruppe 1, ne? Wird gebraucht. Das ist. So, also wie viel hat denn. Schau mal kurz, wie viel Stroh hat denn der Kompost dann noch eigentlich? Oh, guck mal, dann lass uns doch die Ladung, ja, auch wenn wir dann kein Geld kriegen, lass uns die lieber in den Kompost da reinschmeißen. Denn uns nervt er ja auch wieder ein paar Tagen. Genau, Firefighter schreibt es auch gerade. Das war zwei Böde, ein Gedanke. Schönen Abend noch, Masse Jedi. Danke fürs Reinschalten. Arbeit beendet ist die Ballenpresse. Wir können jetzt auch nach und nach langsam die Zeit ein bisschen hochschrauben. Wir sind jetzt am Ende der dritten Folge. Ich kriege sonst echt Zeitprobleme, wenn wir jetzt nicht gleich ein bisschen in den Spulmodus übergehen. Und ne, Saatgut wollte ich oben eh abschalten. Das war eh schon ausgemachte Sache. Ballenpresse ab zu 49.
Feld 49. Und da der Mähdrescher fertig ist, dann spuren wir die Zeit weg. Nebenbei, wie gesagt, ne? Ja, wir haben gut vorgesorgt. Also dann kommen die Produktion halt mal wieder ein bisschen näher. Und werden alle wieder orange oben. Hat doch fährt los, oder? Und fährt los. Siehst du, jetzt mein Kollege hat am Wochenende 400 Heringe in Eckernförde gefangen. In so einem Hering ist ja auch nicht viel dran, ne? Aber das ist schon eine krasse Menge. Kein Schrei los, den kommen nicht zu. Roma ist auch Schwarzwälder, achso. Kompost nicht mehr in der Gärtnerei. Ein bisschen Kompost war da. So habe ich doch auch gefüllt gerade. Auch Feld 49, ne? Mal gucken, was wie weit der Drescher da ist. Da muss er jetzt eigentlich fertig sein, da oben. Was bremst denn da? Ist auch gleich fertig, also ist das Feld gemulcht. Oder muss ich da jetzt nochmal? Ich weiß nicht. Oder hängen die da oben im Norden? Nee, guck mal. Letzte Bahn, letzte Meter. Abschluss der Gersteernte. Die letzten Bilder von der diesjährigen Gersteernte. Ich freue mich. Wir haben eine Menge Gerste eingefahren. Die Malzproduktion wird sich freuen. Die Bierproduktion dann natürlich auch genauso. Weil wir in Zukunft nicht nur Fassbier herstellen werden, sondern auch Flaschenbier irgendwann demnächst. Ja. Das sind ganz so viele Steine, aber das machen, sammeln wir natürlich erst weg, wenn gepflügt werden muss. Und oh, weiß nicht. Die beiden Felder zusammenlegen, kann sein, dass wir es machen. Mal schauen. Jetzt durch bis zum letzten Meter ist hier 30 Sekunden noch. Dann ist es geschafft. So, würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Folge wieder. Ne? Vielen, vielen Dank. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.